Also ich glaube, da ich selber ein Unternehmer bin, bedeutet es, die Chancen zu sehen und nicht die Risiken. Ich glaube aber auch, dass man als Unternehmer quasi geboren wird. Ich gehöre zu dieser Fraktion dann von den Leuten, die glauben, dass man das nicht wirklich lernen kann oder erlernen kann. Ich glaube, Unternehmer haben einen gewissen Gendefekt. Und mit diesem in meinen Augen völlig positiven Gendefekt gehe ich durchs Leben. Also ich bin nie unbeschäftigt. Also seit 2000 oder seit 99 sogar beteilige ich mich mit meinem Unternehmen Cinco Capital an Unternehmen. Cinco Capital war auch gleichzeitig der größte Aktionär von Xing. Das ist steuerlich vielleicht für die Leute, die noch gründen wollen, sehr interessant. Bei Hack Forward oder bei Cinco Capital habe ich mehrere Unternehmen, wo ich quasi so eine Art aktiver Chairman bin. Und das, was ich am besten kann, Leute zusammenbringen und quasi Ideen zu spinnen, insbesondere im Bereich Produkt, an den Mann zu bringen. Bei Hack Forward habe ich so viele spannende Firmen jetzt schon finanziert, die alle deutlich größer werden, als ich mir das hätte vorgestellt. Und da muss man immer abwägen, ob man dann noch mehr Neues macht oder einfach mal bei dem bleibt, was man schon hat. Nebenbei bin ich aktiver Aufsichtsrat bei einem DAX-Unternehmen. Und was ich aktuell mache, neben diesen ganzen Tätigkeiten, ist, dass ich versuche, das Mieten neu zu erfinden mit einem größeren Immobilienprojekt in Hamburg. Ich komme sicherlich aus einem unternehmerisch geprägten Elternhaus. Die gesamte Familie war immer unternehmerisch tätig. Für mich gab es eigentlich nie eine andere Option, als Unternehmer zu werden. Und das, weil ich es selber möchte. Entweder kann ich immer ein Problem für mich selber lösen. Meistens fängt es damit an. Irgendetwas, was ich will, gab es noch nicht. Also mache ich es. Und wenn das interessant genug ist, dann gründe ich dafür eine Firma. Und wenn das noch spannender ist, noch größer werden kann, dann sammle ich Geld dafür. Und in meiner aktuellen Position ist es ja eher, helfe ich anderen Unternehmen, größer zu werden. Naja, einfach machen. Also ich glaube, Unternehmertum oder Arbeiten in einem Startup ist eine sehr gute Karrierealternative hin zu den klassischen Dingen, die man vielleicht sonst danach macht. Aber wenn Sie mich persönlich nach einem Rat fragen, weiß ich gar nicht, ob ich der Richtige bin. Ich habe einen Tag studiert, ich habe mehr Zeit in Vorträgen an Universitäten verbracht, als selber den Hörsaal gedrückt. Insofern ist, glaube ich, dieses etwas Wagen, das ist auch ein bisschen im Wort Unternehmertum mit drin. Ich glaube, das ist die größte Hürde, über die man überhaupt springen muss. Sonst sagt man ja vielleicht später und dann macht man es nie. Und ich würde sagen, egal welche Zeit, ob ein wirtschaftlicher Aufschwung, Abschwung oder sonstiges, es ist immer die richtige Zeit, jetzt zu gründen. Also ich glaube, das merkt man in sich drin, ob man Unternehmer sein möchte oder nicht. Ob das Wort Chancen größer ist in meiner eigenen Vorstellung als das Wort Risiko. Ich gehe grundsätzlich überhaupt nicht auf Risiken ein. Ich mache einfach das, was ich tue. Wenn es nicht funktioniert, hat es halt nicht funktioniert. Insofern, Risikofreude ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, den Mut, Menschen zu führen, beziehungsweise die Erkenntnis, dass andere Leute vielleicht in bestimmten Bereichen besser sind und denen die Verantwortung darüber tragen. Also das Wort Vertrauen oder das Ja zum Mitarbeiter ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften. Ob man das mit jemand anders zusammen macht oder ganz alleine, da gibt es gute und schlechte Beispiele für. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass eine Person Chef ist und dass es keine Doppelspitze gibt.